Hallo Leute, ich bin Arnold und willkommen zu einer weiteren Folge von Angezockt. Ja Leute, heute zeige ich euch ein Spiel mit dem Namen 8-Bit in Wanders. Und wie das Name schon sagt, das Spiel ist 8-Bit. Aber trotz die Grafik, die in 8-Bit da vorgestellt wird, ist das Spiel nicht uninteressant. Es ist eine Art Strategie, wo man auf zwei Seiten spielen kann, also die Kampagne bietet hier zwei Seiten für die Menschen und Aliens. Ich habe euch heute aber was anderes vorbereitet, und zwar wir werden heute eine Schlacht spielen, und zwar diese Art von Schlacht, wo ich auf der Seite des Menschen spielen werde und halt gegen Aliens, damit ihr also die ganze Maß vom Spiel sehen, das heißt alle Waffen, alle Superwaffen. Und ja Leute, es ist so, ich bin zurzeit auf der Suche nach einem neuen Projekt auf mehrere Basen, also es gibt, die Suche ist halt groß, nicht nur Survivor, sondern jetzt will ich erweitern und auch Strategiespiele, und das Spiel hat mir gefallen trotz seiner 8-Bit-Grafik, denn es ist ziemlich interessant, und das ist halt auf Deutsch, und ich habe es bis zur dritten Mission in Kampagne gespielt. Ist geile Superwaffen da drin, hat von mehreren Spielen etwas, das Spiel. Und wie gesagt, also ich will nicht großartig reden, das werdet ihr alles selbst sehen. Ihr wisst, was zu tun ist, um dieses Projekt, also dieses Spiel als Projekt zu wählen. Liked einfach oder kommentiert, damit ich sehe, aha, ihr habt Interessen. Denn wie gesagt, ich bin zurzeit auf der Suche, also eine große Suche nach den neuen Projekten. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Holt euch Chips und Cola oder Tee, Kaffee, wonach ihr halt Lust habt. Und genießt die Schlacht. Ich sag's nur, ja, Gefecht ab. So Leute, willkommen zu der Schlacht von 8-Bit in Wanders. Ich glaube, wir gehen hier. Also, wir fangen an. Ich will euch jetzt, also ich will jetzt keine Kampagne starten. Ich will euch nur mal zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Deswegen habe ich eine ganz normale Schlacht gemacht. Das heißt keine Kampagnenmission, sondern eine Schlacht zwischen Menschen und Aliens. Also ich spiele auf der Seite von Menschen. Ich habe gerade ein Barracks gebaut, also Baracke. Wir haben ziemlich viele Einheiten, damit die Einheiten gleich sieht. Habe ich, wie gesagt, eine ganz normale Schlacht gemacht. 1 gegen 1. Jetzt baue ich hier eine Energie. Das war die Barracks, um ein bisschen Einheiten zu produzieren. Und da sind die Einheiten mit dem Gun. Und die zweite Einheit, das ist mit dem Schwert. Der Unterschied, das was schießt, hat mehr HP als die hat aber eine Panzerung. Also die weißen Punkte da, das sind die Panzerung, die grünen HP. So, dann, jetzt bauen wir eine schwere Fabrik aus. Da bekommen wir die ersten Roboter als Einheit. Es gibt eine, also Vorteil und Nachteil. Also die Soldaten, die können auch Lufteinheiten angreifen. Also die schießen dann gegen Lufteinheiten. Was wir aber jetzt kriegen, das sind diese Maschinen, Orga. Die sind zwar ziemlich gut gegen Bodeneinheiten, aber die können keine Lufteinheiten angreifen. Wir haben aber auch Lufteinheiten, zum Beispiel dieser Manticore, der kann auch Lufteinheiten angreifen. Der hat eine Raketen. Ja, der kann auch Lufteinheiten.
Jetzt bauen wir Ressourcenverstärker. Bauen wir es irgendwie hier. Damit wir weitere Gebäude auch bauen können und weitere Einheiten auch bekommen. So. Ich schicke mal meine Einheiten hier alle. Also die Sammler, wie ihr seht, also hier gibt es so Punkte. Und wenn man einen Sammler baut, geht einfach zu den Punkten und holt dann Kohle. Ja, also ich kann jetzt noch einen Sammler bauen. Der wird dann automatisch hingehen und anfangen, die Ressourcen abzubauen. Ja, gut. Jetzt bauen wir ein Labor. Das ist das hier. Forschungslabor. Dadurch werden wir noch mehr Einheiten haben. Zum Beispiel durch das Verstärken, also Ressourcenverstärkung, haben wir hier einen Schwertkämpfer, so einen Nahkämpfer sozusagen bekommen. Das hier ist eine Art Superwaffen. Ja. Also wir werden dann getarnt. Das ist so eine Art Tarnung. Das hier Titan, das ist glaube ich die Superwaffe in Panzerform. Ja, aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen bauen. Nach dem Labor baue ich noch Energie, weil hier, das ist unsere Energie. So. Ja. Das habe ich gemeint. Jetzt baue ich mal ein bisschen auch davon was. Also, die haben wir schon genug. Manticore, die sind echt hart. Also, ihre Raketen sind echt hart. So. Jetzt baue ich mal Raketentürme. So, wir können hier Raketenabwehr tun. Dann kann ich, als ich getestet habe, das Spiel kenne ich noch vom Verteidigung, also von der Kampagne kenne ich das als Verteidigung. Das hier ist auch eine Art Verteidigungsturm. Ja, das erzeugt einen Impuls. Das kenne ich, also das ist eine Art, so wie wir von Command & Conquer kennen, diese Kanonen, wo mit so Laserart. Da haben wir eine Kiste, aber ein Roboter, glaube ich, kann die Kiste nicht aufsammeln. Nur ein Mensch, so nur eine Einheit in der Infanterie kann die Kiste einsammeln, aber eine Maschine nicht. So. Ich will das hier aufbauen. Das ist das hier ist eine für Flugzeuge halt, ja, Fluggebäude. So. Ja, wir sammeln jetzt eine kleine Einheit, damit wir gegen Alien-Invasion hier eine Chance haben. Wir können das hier zerstören, das können wir nicht benutzen. Wir können nur zerstören, um hier einen Platz zu haben. Oh ja, und Kisten zu bekommen. Ich weiß, dass wir Low Power haben. So, jetzt haben wir Flugeinheiten. Jetzt können wir hier Flugeinheiten bauen, können auch ein paar Panzer bauen. Also ich will, dass ihr alle Einheiten seht, deswegen machen wir mal Panzer, Flugeinheiten jeweils 5. Das hier kenne ich aus der Mission. Das Roboter hier, also dieser Kobold, der heilt unsere Einheiten. Ja, also der heilt unsere Einheiten, aber nur das HP. Das heißt, Leute, das heißt, wenn wir das Grüne weggeschossen bekommen, also keine weißen Punkte, sondern die Grüne. So, jetzt will ich noch einen Turm hier aufbauen, dann noch einen Raketenturm hier und einen Strahlturm hier, damit wir, wenn wir versagen, hier eine Verteidigung haben. Dann baue ich hier noch eine. So, jetzt kommen ein paar Panzer.
Nein, dann bauen wir diese Titanbuchse, Buch, Bucht, Titanbucht, so. Pulse turret complete. So, jetzt bauen wir noch mehr Raketen, baue ich hier, damit die durchgehen können. Constructing. Das ist halt der Streit. Das hier, die weißen Punkte sind halt, wie gesagt, die Panzerung. Die grünen sind HP von den Gebäuden, also das hat jeweils Black alles. cannon complete. So, jetzt baue ich diese Bucht. Wo können wir da? Bauen wir das hier hin? Constructing. 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 So, wir haben zwei, also einmal bei Aktivieren der alle Einheiten sofort. Also das werden Verbesserungen für unsere Einheiten, 50% erhöht. Und das ist die unsichtbare Einheit. Das macht die unsichtbar und das macht Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Ich bin auf unseren Superwaffe gespannt. Auf unsere Superwaffe. Brauche noch ein bisschen Flugeinheiten, weil ich weiß, wenn wir das Titan Bay complete. stürmen. Da bin ich gespannt jetzt. Also das hat sich jetzt automatisch gebaut. Das sind unsere Flugeinheiten. Da bin ich gespannt jetzt. Leute, jetzt bin ich auf dem gespannt. Große laufende Einheiten. Drei Fähigkeiten, Raketenabwehr und so weiter. Also darauf bin ich jetzt gespannt. Das habe ich auch nicht gesehen, Leute. Also ich habe, wie gesagt, nur in Kampagne gespielt. Also es gibt, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass da Kampagne gibt mit für die Menschen, die wir jetzt spielen, aber auch für die Aliens. Und wenn ihr diese Kampagne dann ausfällt, wenn ihr sagt, Constructing. wir wollen das Projekt, dann machen wir beide Kampagne. So, ich will jetzt noch eine hier aufbauen. Ich bin jetzt Power plant gespannt, wie der complete. aussieht. Wie unser Roboter hier aussieht. Dann gehen wir ins Krieg. Dieser Panzer ist auch nicht schlecht, also ich habe den auch schon gehabt in der Kampagne. Ich habe nur drei Missionen in der Kampagne gezockt, Leute. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Das ist alles pixelig, aber an sich für die für euch, die Strategie lieben, wird das ziemlich cooles Projekt sein. Constructing. Deswegen habe ich auch so gemacht, dass wir heute nur, also ich euch heute alles zeigen und wir dann spielen werden. Diese Einheit, Leute, das Power ist eher so plant eine complete. Verteidigungseinheit als Angriffseinheit, aber die ist unsichtbar. Ja, ich habe sie immer als Verteidigung gestellt. Ich habe sie einfach reingestellt und das war's. Ja, so sieht sie auch aus. Ein Moment, wenn das rauskommt. Da. Wenn man die so stellt, wird sie unsichtbar. Seht ihr, das ist so eine Art Verteidigung. Nein. Man kann sie einfach draufstellen und die wird dann schießen. So, wir bauen hier noch ein Turm. Das war's dann. Constructing. Diese Einheit ist im Stehen unsichtbar sozusagen. Man kann sie dann nicht sehen. Die macht dann so ping ping. Hier habe ich einfach als Pulse turret complete. als Basisverteidigung. Oh ja. Erinnert euch dieser Riesenroboter an jemanden?
StarCraft, glaube ich, hieß dieses Spiel. Da war auch so ein Riesenbaby im Spiel. So Leute, wir gehen jetzt ein bisschen zerstören und machen unsere Einheiten mal unsichtbar. So, los geht's. Nehmen natürlich unseren Roboter mal mit. Ab geht's. So, wir machen sie mal unsichtbar. Ich versuche mal, wie das Ganze dann funktioniert. Wie unsere Einheiten sind unsichtbar und unsere Einheiten werden jetzt auch alle 50% schneller, aber die haben ihre Verteidigung verloren. Das heißt, wir sind zwar stärker, aber wir haben keine Verteidigung. Also, es ist positiv, aber auch irgendwo ein negativer Aspekt. Da. Oh, warte. Da sind irgendwo feindliche Einheiten. Da sind Sammler. Los geht's. Da sind die feindlichen Einheiten. Leider fehlt mir in diesem Spiel eine Sache, und zwar Fähigkeit zu leveln. Leute, fehlt mir hier. Was ich meine ist im Command & Conquer, also nicht in den ersten Teil, aber in dann späteren Teilen gab es diese Fähigkeit zu leveln. Jetzt kommen die Gegner. Oh ja, und davon nicht so knapp, Leute. Schieße ab. Schieße ab. Da sind die Infanterie von denen. Lebt mein Riesenbaby noch? Ich glaube schon, ne? Lebt er noch? Jetzt werden wir geheilt. Ihr seht, also ich habe hier so einen Heilroboter dabei. Der macht, ja, da ist er vorne mit dabei. Ist das all? Ist das alles? Also ich zeige euch nur von der einen Seite, also des Menschen. Wenn ihr das als Projekt haben wollt, Leute, werden wir natürlich beide Seiten spielen. Ich bin gespannt auf die Fähigkeit von Aliens auch. Ah, du Scheiße, was für eine Lasershow. Also die Basis habe ich schon entdeckt, von da kommen die alle. Das heißt, wir können jetzt hier... Die haben so eine Art Dinos. Und wenn die sterben, haben die so eine Fähigkeit, unsere Leute zu vergasen. Vernichtet alles. Ja. Geht's ab hier. Den Sammler können wir auch mal vernichten. Da haben wir auch hier, wir haben auch unterschiedlich, auch nicht die gleichen Gebäude, sondern die haben hier zum Beispiel, das hier ist ihre Hauptgebäude, das hier ist das Gebäude Energie und der Rest kenne ich einfach nicht, da, weil ich noch nicht auf der Seite von diesem Aliens gezockt habe. Aber ich hoffe, euch gefällt es und ihr werdet das als Projekt auswählen, Leute. Das ist die Flugeinheiten. Hier kommen Flugeinheiten raus. Ja, wir sind eingedrungen. Hallo Aliens. Wir sind die, wie die Amerikaner, wir dringen einfach in andere Länder ein.
Da haben wir noch. Oh, das war's eigentlich. Wir haben es. Mission complete. Am Ende kommt dann so. Yeah, fertig. So Leute, also wählt dieses Projekt als Projekt. Dieses Spiel als Projekt, dann werden wir, wie gesagt, Kampagne spielen.